Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Rotmintleash Last Epoch. Die Version ist da oben links, 0.9.11. Und ja, am 25. Mai erscheint das nächste große Update, 0.9.2 wahrscheinlich dann. 0.9.1, ja, wahrscheinlich so. Okay. Und ja, ich freue mich natürlich riesig, da es neue Akte gibt. Und denke ich mal, der Endcontent wird überarbeitet. So. Es wird neue Unix geben. Und mehr informiert bin ich halt noch nicht. Also die neuesten Sachen. Es wird wahrscheinlich eben dieses Handelssystem geben. Und da kannst du wählen, ob du ein Itemfinder sein willst oder ein Itemverkaufer. Und ich werde anfangen mit dem Itemgeber, das weiß ich jetzt schon, also Itemfinder. Und werde später dann zum Itemgeber vielleicht, wenn ich ein bisschen Community aufbauen kann. Also ich habe schon Community und die sind eher still. Über dieses Game reden sie nicht so viel. Und sobald eben ein paar Leute auch mitspielen und so, werde ich dann zum Händler. Und sonst werde ich immer schön beim Itemfinder sein. Jo. Nein, ich bin ja eben nicht der Händler. Ich bin eigentlich in Games nie gerne Händler. Und ja, tu lieber die Sachen gerne finden. Und ich weiß irgendwie den Projektilen gar nicht aus. Change the slow attackers. Also Damage over time. Spell Damage. 7. Aha, das ist der. Nein, dann war ich nicht. Ich hab doch Rotmint. Ja, die sollten das ein bisschen erkenntlicher machen zwischen den Relics und den Katalysten. Ja. Hey, jo. Ich denke mir immer, es ist ein Relic. So eine Nebenhand, weiß ich nicht, existiert für mich nicht so sehr. Da muss ich immer zuerst, oh, checken, oh, das ist doch Nebenhand, oh. Jetzt weiß ich, ob ich eher hier noch ein bisschen auf Health gehen soll. Nee. Damage. Immer schön drauf. Fester drauf. Ja. Jetzt kommt gerade diese Skelett-Invasion, die mich früher in der Anfangs-Beta manchmal umgebracht hat, weil ich einfach hier in dieser Stelle noch nicht so sehr equip hatte. Vor allem den Leash, also der Leash macht doch ein bisschen zu viel Damage in dieser Position vom Spiel. Oh, Reaper Form. Cool. Sehr schön. Nee, es ist vor allem hier einfach auch so, dass die KI von der Sichtweite und so halt einfach zu hoch ist. Die Gegner kommen alle auf einen zu und meistens zu wenig Damage, zu wenig Leben und so. Und einfach auch kein Bock, da alle Gegner immer sofort zu besiegen. Spam die so von weit weg, vor allem der Bogenschütze. Das hat man einfach zu wenig Schaden kassiert, oder? Man hätte nicht so gerne so viel Schaden. Ist echt auch eine Nebenhand. Könnte ich vielleicht mal noch gebrauchen. Ich nehme den mit. Wenn er schon ein bisschen mehr dort hat. So. Und ich muss mich ein bisschen gewöhnen, mehr diesen Zauber zu finden. Das Blatt.
bin jetzt einfach noch nicht so drin, weil ich schon so lange nicht mehr Last Epoch gespielt habe. Ich hatte halt wirklich letzte Woche eigentlich sehr viel los, sehr viel Sport gemacht und 2 Tage fast K.O. gewesen, wegen dieser Nervenkrankheit. Und irgendwie Last Epoch hilft mir gegen diese Nervenkrankheit. Also ein Spiel muss so wenig wie möglich irgendwie auf eine Art nerven. Also zum Beispiel sagen wir, ja, Minecraft, oder? Minecraft ist so ein Spiel, das kann nerven oder kann auch mega Spaß machen. Ist für mich anspruchsvoll, es zu spielen, als zum Beispiel Last Epoch, obwohl Last Epoch eigentlich mehr Stress bedeuten könnte. Tut. Es ist ja eigentlich ein Action-Rollenspiel und Action-Rollenspiele heißen Stress. Aber das merkt ja der Mensch kaum, der gesund ist. Ich merke es ein bisschen, aber es tut mir gut. Es ist wie so eine Art Mauer, die vorangeschoben wird. Also, dass ihr die Mauer zwar ein bisschen habt, aber sie nicht im Weg ist, weil sie immer wieder weitergeschoben wird. Und das finde ich so toll. Also deshalb spiele ich jetzt auch nicht tagelange oder stundenlange. Ich spiele jetzt vielleicht eine Stunde jeden Tag oder jede dritte, ungefähr jede dritte Tag eine Stunde. Das reicht, aber das Spiel ist nicht aufgebaut, so wenig zu spielen. Oder? Das ist das Problem. Also nicht wundern, dass ich nicht so Erfolg habe in diesem Spiel, weil mir einfach die Zeit fehlt. Aber mit so Livestreams geht es mir dann auch besser. Es wird aber momentan einfach zu wenig geschafft. Und darunter leide ich halt mit dieser Krankheit und alles mögliche ein bisschen mehr als die anderen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich leide auch darunter, dass den Zuschauern manchmal nicht so gefällt. Ich weiß es nicht wieso, müsst ihr mir sagen. Also jeder Einzelne muss mir das sagen. Was ist denn an Content ohne viel Werbung denn so schlimm? Das ist ein bisschen schade, weil, wisst ihr. Das ist Poison Wisp. Also ich gehe mal hier hin. So. Das ist very blood. Was haben wir dann noch? Transplant? Weiß nicht, was ich dann noch verwenden soll. Ich muss den Guide nochmals ein bisschen besser anschauen. Der Guide ist leider nicht gut. Das wären zum Beispiel die Idolplätze. Es fehlt einfach auch der gute Eidenfeder dazu. Schade, dass der nicht so verwendet wird. Ich hätte gerne, wenn ich so wenig spielen kann, eigentlich ein Guide, der wirklich gut ist, aber ich denke, die haben auch nicht so viel Zeit. Ja. Und jetzt ist schon wieder 13 Uhr und ich habe fast noch nichts aufgenommen. Ich musste so viele Sachen noch einstellen und ich musste in Minecraft schon hart grinden zwischen den Folgen. Ja, da habe ich halt einfach meistens Minecraft gespielt. Transport Fever muss ich ja auch noch 2 Folgen aufnehmen. Eine von der Kampagne und eine vom freien Modus. Und heute noch Livestream, denke ich. Ja, heute wird ein schwerer Tag. Als Influencer. Als Sportler, jo. Muss ich eigentlich jetzt so bald wie möglich eigentlich rausgehen. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ich habe kein Low Health. Ich nehme es mal mit. So. Ja. Aber das Spiel, also ich mag an dem Spiel, es ist trotzdem gut spielbar, wenn man wenig Zeit hat.
Es ist nicht so vollgepackt wie Path of Exile. Also zum Beispiel Lost Ark oder so. Ja. Diablo 4 kenne ich eben noch nicht. Hab's noch nie gespielt. Möchte ich schon gerne mal spielen können. Ist mir aber zu teuer. Auch der Battle Pass und so will ich nicht haben. Muss ich nicht spielen. Okay, das ist ein gutes Ding. Graphics. Graphics, also nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Affix. Das ist, glaube ich, etwas, was ich gebrauchen könnte. Damit oder Hit. Der verdammte Hit. Ja, dich brauche ich auch nicht mehr. So, gucken wir mal. Okay. Wir haben 11 Minuten schon. Ja, die Leash-Form, die sieht schon cool aus. Damals war es ja so eine Art Tod, der herumgelaufen ist. Und wurde vor 2-3 Patches oder so dann geupdatet. Zu einer neuen, schöneren Version. Genau weiß ich nicht mehr, wann das war. Ich dachte, es war gar noch nicht so lange her. Also auf jeden Fall habe ich nicht mehr so viel Leash gespielt seitdem. Wurde er nicht mal genervt oder so, der Leash? Er hatte irgendwie zu viel Damage oder so bekommen. Ich hoffe einfach, dass der Damage jetzt nicht runtergeht mit dem neuen Update, mit dem Rework, mit dem nächsten Rework. Ja. Aber okay. Also Gift wurde. Jetzt ist schon wieder schwarz. Hä? Hey, wieso fliegt der raus? Ist das ein Bug? Keiner. Ja. Also ich bin mega erfreut über das neue Update, neue Akte. Aber irgendwie bin ich so unschlüssig. Ich bin einfach unschlüssig. Jetzt wenn ich einfach das Spiel wieder ein bisschen spiele, ich bin gar nicht so begeistert vom Hochleveln jetzt. Weil ich einfach das Endcontent und so, also das nicht schon nach dem letzten Akt mega geil finde. Dass ich vor allem auch die zwei letzten Akte gar nicht so gerne spiele. Aber ich mache mir da ein bisschen zu viel Gedanken. Bin ein bisschen zu verwöhnt momentan scheinbar. Das Spiel ist halt einfach noch nicht so fertig. Also es bietet jetzt noch nicht so mega den Spielspaß, den alle wollen. Ein bisschen schade noch, aber mir gefiel damals Last Epoch schon so sehr. Ich kann nicht einfach sagen, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Last Epoch, sondern ich habe Lust auf Last Epoch, muss einfach mehr Zeit investieren können. Das ist das Problem. Also eben der Content ist ein bisschen zu arbeitsintensiv und ja, da brauchen wir Geduld, bis man über die Akte ist. Und Monolithen hat auch ein bisschen Geduld, bis man zum nächsten Monolith kommt. Vielleicht wird es ja besser. Aber sagt ihr mal mir, wie findet ihr Last Epoch? Ist es für euch auch ein bisschen zu nervig, dass man nicht so schnell vorwärts kommt? Also, man kommt nicht so schnell vorwärts, der Konto ist noch ein bisschen wenig. Und deshalb ist es für mich noch okay. Man muss nicht so schnell vorwärts kommen. Aber wenn man jetzt einen neuen Charakter spielt, hätte ich das gern, dass man einfach wieder schneller vorwärts vorne ist. Auf Level 50 ungefähr. Aber vielleicht wird es ja umgesetzt mal. Aber wisst ihr, jeder Entwickler von Action-Rollenspielen macht einen Fehler und zwingt einem die Story zu machen. In einem Action-Rollenspiel, also in einem Hack and Slay,
muss die Story auch nebensächlich sein. Irgendwie in einer anderen Welt, oder? Das Hauptaugenmerk muss für mich eigentlich beim Content liegen, beim das, was nicht in der Kampagne sein kann. Also zum Beispiel diese Parallelwelten, die ja, genau, wo ich den Namen nicht weiß. So, Monolithen halt und Ding. Echos, genau, Echos ist der Name. So, und da einfach ein bisschen mehr Spannung reinbringen, irgendwie eine Story, wie zum Beispiel Zanna und ja, der andere da, Gressack oder gerade, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und dann die Bosse und so. Das fehlt noch. Das ja, nur weil zum Beispiel Lagoon oder Lagoon wiederkommt, heißt das nicht, es ist eine Story. Nein, es ist eher, oh, in der Story kommt einfach einer wieder und es ist keine Story dahinter. Das ist es. Und das ist ein bisschen schade. Fertig mit diesem Gebiet. So. Also bevor wir jetzt noch etwas falsch skillen, tue ich jetzt einfach mal noch einen Guide dazu nehmen. Und ja. Gehe ich wieder durch das Portal, ohne diesen Gegenstand mitzunehmen. So, der ist nämlich hier. Und der, da ist schon, da könnt ihr schon rein. Da ungefähr, da. Seht ihr? Ich bin immer zuerst hier reingegangen, wo ich den Gegenstand eigentlich einsammeln wollte. Das ist ein bisschen dumm gemacht, lieber Entwickler. So, Wunderbärchen. So, dann haben wir eigentlich noch Zeit, eben noch kurz den Ding machen, dann mache ich noch den Abgeben der Quests. Ist gerade gecrashed. Nein! Nein, was machst du, Windows 11? Nicht crashen. Es hat mal wieder Bock gehabt, das ist zu lange gelaufen. Das ist irgendwie bei Windows 11 immer zu einer gewissen Zeit crashed. Das Spiel. Wieso haben sie etwas nie gefixt? Windows 11 ist wirklich demzufolge ein bisschen rotzig, weil es eigentlich Sachen, die in alten Betriebssystemen schon lange gefixt sind oder eigentlich gar nie vorgekommen sind, plötzlich existieren, weil sie einfach zu faul sind, zu viele Sachen wollen und sie nicht richtig umsetzen, oder? Tja. Also. Mein Video, das ich hochgeladen habe. So, hier hätten wir, ja, 5 von 5. Sonst ist eigentlich nichts mehr, außer diesen Punkt, den ich noch nicht verwenden will. Ja, langsam, so langsam müsste ich ihn schon verwenden. Ja, hier sind die 3 von 3, die ich gedacht habe. Freddy Stacks, genau. Und hier unten, Cast Speed. Ja, können wir auch gebrauchen. Und hier ist eben 3 von 3 und hier nur 2. Dann wäre hier noch Guda. Und hier die 4 und 3. Okay. Dann haben wir hier diesen Not. Penetration, Poison Penetration. Damage over time und dann Attack Speed. Okay. Dann wäre hier. Ah, den haben wir jetzt freigespielt. Okay, sehr gut. So, machen wir doch noch einen Boss, wenn es reicht. Ja, reicht vielleicht nicht mehr so ganz. Wir gehen mal zum nächsten Portal noch. Warte ich noch ein bisschen weiter bis dann. Also ein bisschen mehr Sachen. So. Poison Penetration. Schon sehr wichtig.
Ja, also, das Spiel gefällt mir halt auch sehr. Ist nur Mana. Das Spiel ist halt wirklich auch sehr von den Landschaften und von der Story und so recht cool. Also die Story ist für mich gar nicht so gut. Da fehlt mir irgendwie ein bisschen so diese Petronis und das Realistische. Das ist mir ein bisschen unrealistisch, dass Götter auf uns losgehen, weil wir da gerade zur Stelle waren und so. Und ja, okay, die Götter würden sowieso alle töten, aber die Götter sind irgendwie Schwächlinge, so richtig fette Schwächlinge. Gut, es passiert ein paar Mal in der Story, dass wir halt ein bisschen unterlegen sind. Gerade mal irgendwie gerettet werden müssen oder fliehen müssen, ja. Aber so ein richtiger Petronis fühle ich nicht. Ich bin halt ein Diablo 2-Fan. Und also bin damit einfach aufgewachsen. Und mich hat das immer so bedroht. Einfach wie lange ich gebraucht habe, um überhaupt in den Ding zu kommen, in den vierten Akt damals. Ich hatte einfach keine Zeit zum Zocken. Meine Mutter hat mich nicht zocken lassen. Die war sehr streng zu mir. Und ich war immer so fasziniert. Oh, wie geht die Story weiter? Und ey, als ich in den zweiten Akt kam, die Wüste von Lut Golein. Ey, ich war so geflasht. Endlich mal Tempel, also so Grabmäler und so. Ja, also. Es war ein riesen Plausch zu zocken. Heutzutage, man hat genug Zeit, man hat genug Geld, man hat genug Spiele. Es ist gar nicht mehr so faszinierend. Man tut eigentlich ein Spiel gar nicht mehr so mega schätzen. Als ich damals Secret of Mana oder Grandia auf der PS1 gezockt habe, oh, ich musste immer wissen, was denn im nächsten Story-Abschnitt war. Ich hatte so eine extreme Sucht, in der Story weiterzukommen. Und heute, so 20, 30 Mal pro Monat, jo, Akte durchzurushen, macht einfach keinen Spaß. So, also es macht nicht so Spaß, wie man eigentlich schätzen müsste oder so, wenn man es einfach einmal macht, einmal machen muss. Jo, so ist es einfach. Also das Spiel ist ja sowieso eigentlich nicht der Akt, also die Akte, sondern das, was im Endkonten ist und neue Builds und neue Items auszuprobieren, das ist das Spiel. Aber dann muss man nicht die ganze Zeit einen neuen Akt durchmachen. Ich finde das ein bisschen doof und langweilig. Ist ein bisschen schade. Aber ja. Entwickler müssen lernen, wirklich den wichtigen Content rauszustechen und auch umzusetzen. Also, wenn die Leute doch sagen, sie wollen keine Story machen, dann sollen sie diese Story einfach nebenbei machen. Gab es ja in Diablo 3 auch so. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass ein Spiel nicht aus dem besteht, was Spaß macht, sondern meistens halt wirklich das Grinding, das Handeln, das, jo, Weiterkommen im Endcontent und so besteht und nicht irgendwie aus, ja, das, was wirklich Spaß macht. Ich will nicht 5 Monate lang grinden müssen, bis ich endlich Level 100 bin oder so. Ich will das nicht. Aber scheinbar ist das halt einfach so in Südkorea vor allem einfach gang und gäbe gewesen und die Europäer müssen sich beugen. Das ist halt schon ein bisschen schade. Aber das heißt nicht, ich spiele nicht. Ich spiele auch, wenn sie langweilig sind. Aber zum Beispiel viele meiner Zuschauer, die leiden ein bisschen mit mir mit
und schauen dann einfach meine Videos auch nicht mehr, weil sie ihn halt auch nicht mehr so interessiert. Ist echt schade. Aber ich bin eben kein Werbe-Livestreamer und Let's Player. Ich spiele einfach die Spiele und ihr dürft mir sagen, was ihr sehen wollt und was nicht. Ihr dürft mir auch Dinge fragen, Dinge wünschen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Ich wollte Railways Enchiner 2 kaufen. Und das kostet, glaube ich, irgendwie in der Deluxe Edition 59 Euro. Und scheinbar ist der Content wirklich ein bisschen mager und alles mögliche. Ich weiß nicht, ob ich das kaufen soll wirklich. Ja, ich mach's. Und sonst weiß ich echt nicht, was ich für ein Spiel noch kaufen soll. Weil bei allen steht irgendwie der nächste oder 2023. Und ich weiß nicht, wann sie rauskommen. Vielleicht kommen alle im Dezember dann raus und oh, dann kann ich, habe ich wieder zu wenig Geld. Ist ein bisschen schade, oder? Ich glaube, ich muss Raid hier langsam nehmen. Da drin. Jo. Und trotzdem hänge ich halt sehr an alten Spielen. Und das mögen viele Zuschauer wahrscheinlich einfach nicht so sehr. Außer Champion zu bringen. Ist ein bisschen schade. Aber ich könnte so viele Spiele spielen, die älter sind. Aber irgendwie werde ich auch gezwungen, halt neue Spiele zu spielen. Ja, ist ein bisschen schade. So, jetzt haben wir noch Zeit für den Bus. Ich finde jetzt momentan ist er echt gut zum Spielen, der Welt. Ich habe jetzt auch nicht mehr so Lebensprobleme. Die Gegner sind normal stärker geworden. Das ist ganz normal. Oh, ich muss den doch noch nehmen. Und da würde diesen diesen Skill einsetzen. Ja, geh mal runter. Komm mal runter. So, die sind ein bisschen nervig. Machen aber nichts. Sind ein bisschen zu schwach, die Gegner. Also sie machen schon ein bisschen Giftschaden. Aber irgendwie nicht gerade so bedrohlich. Was sind eigentlich die schlimmsten Gegner in diesem Spiel? Das ist eine gute Frage. Es sind viele Gegner auch recht anspruchsvoll. Ist gut gemacht übrigens. Passt halt nicht so in einen Hack'n'Slay rein. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso ich so an Last Epoch hänge. Ich habe diese Herausforderung auch immer wieder. Ist ja auch wichtig. Ohne Herausforderung ist man gelangweilt. Also ich nicht so sehr wie andere. Aber manchmal bin ich auch eben der Superheld, der alles umniedert. Aber ich bin auch manchmal zu schnell Superheld oder zu wenig schnell Superheld. Ich bin irgendwie so der Solala-Spieler, also derjenige, der es nicht zu schwer und nicht zu einfach haben will. Aber doch tollen Content. Also doch so anspruchsvolle Hardcore-Dungeons und so möchte ich gerne haben. Einfach nicht so ultra schwer, dass man einmal nicht richtig ausweicht und schon stirbt oder so. Zum Beispiel Lagunis, ja, so ein Gegner. Habe ich dann nicht mehr so gerne. Dann sinkt ja der Spaß halt schon ein bisschen ins Boden los. So, ich habe mal noch probiert, wie hier oben der Boss zu besiegen. Also der Boss, der dickere Gegner zu besiegen ist. Wir gehen jetzt noch kurz zur Schatztour hier oben. Ich finde irgendwie die Schatztour hier eigentlich immer guten Content gibt. Und dann machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Gell?
Also bei mir seht ihr den Content dann immer wieder. Also, ich mach weiter. Jo, sag mal den anderen Let's Playern und Livestreamern, sie sollen auch die Spiele weiterbringen und so. Aber viele wechseln halt immer zu schnell. Und ja. So, Servus an die Mann. Gut, danke schön fürs Zusehen. Das waren die 30 Minuten und 27 Sekunden. Schon ein bisschen zu viel. Aber ich mache jetzt sicher jeden Tag eine Folge. Wenn mal nicht eine kommt, dann bin ich auswärts. Also dann bin ich wahrscheinlich bei meiner Schwester und meinem Vater am Schlafen, übernachten. Und jo, wenn ihr natürlich Livestreams sehen wollt von diesem Spiel, dürft ihr das auch schreiben unter die Videos. Gell? Dann viel Spaß noch und ja, gute Motivation zum Spielen. Tschüss!